Ja, mein Name ist Amelie Wangrin. Ich stehe hier, weil ich ein Mitglied im Orga-Team bin, des VHS Barcamps. Wir haben heute den ersten Barcamp-Tag abgeschlossen. Ich bin hochzufrieden und sehr froh, dass wir das Barcamp hier in Köln ausrichten konnten. Die Geschichte ist ja so ein bisschen, es gab den VHS MOOC im Herbst. Ich habe daran teilgenommen und war sehr begeistert von diesem MOOC. Und es war dann klar, wir wollen das Thema Lernen Web 2.0 fortsetzen. Und es war auch klar, wir wollen das in Präsenzform tun und da entstand halt die Idee, ein Barcamp auszurichten. Wir haben dieses Barcamp jetzt seit Anfang des Jahres vorbereitet. Wir sind eine 7-köpfige Vorbereitungsgruppe gewesen. Es war für mich auch eine ganz neue, interessante Lernerfahrung, weil wir haben das Barcamp ausschließlich in Google Hangouts durchgeführt. Wir haben uns alle 2 Wochen virtuell getroffen, haben auch hier, wie beim Barcamp auch, nach einem strikten Zeitplan in einer Dreiviertelstunde die wesentlichen Dinge sehr strukturiert durchgesprochen. Und was auch sehr ähnlich war, wir waren auch so organisiert, wie beim Barcamp auch, ist ein Grundprinzip, dass man sagt, Selbstverantwortung, Selbstorganisation, das heißt, jeder hatte seinen Part und jeder hat seinen Part auch in die Hand genommen und es war nicht nötig, sich ständig bei den Einzelheiten dann abzustimmen. Und das Tolle, es hat gut funktioniert, wir haben uns gestern Abend zum ersten Mal getroffen. Es war übrigens auch mein erstes Barcamp, an dem ich teilgenommen habe und ich bin auch jetzt um 18 Uhr noch fit und voller Impulse, voller Ideen und ich kann nur begeistert sagen, es lohnt sich, ein Barcamp auszurichten und ich freue mich schon auf das nächste. Das war irgendwie total easy heute. Also das pro Session gab es eine unglaubliche Beteiligung und Dynamik. Das fand ich richtig toll. Das war, ist glaube ich so ein Charakter dieses Barcamps, aber vielleicht auch der Leute hier. Danke. Es ist ja eine einzige große Pause und zwischendurch habe ich manchmal so einen traditionellen Vortrag für Nickerchen vermisst. Also ich habe besonders positiv im Kopf die Energie, die hier von der ersten Minute an da war. Ich brauchte keine Bewegungsübung, um wach zu bleiben. Der Tag ist gerast. Ich bin jetzt ein bisschen erschöpft. Wir sind noch nicht am Ende. Aber diese Energie, die hat mich einfach von der ersten Minute an umgehauen. Es ist nichts, was wir jetzt als Teilnehmer beeinflussen können, aber ich wollte mich einfach nur mal für die wirklich perfekte Organisation bedanken. Es hat überhaupt nichts irgendwie gehakt aus meiner Sicht und das hat mir sehr gut gefallen. Obwohl ich im Organisationsteam war, wusste ich gar nicht so richtig, worauf lasse ich mich da ein. Und ich sage, es ist ganz einfach, also keine Angst vor neuen Formaten. Ich finde, es ist total leicht, einfach ins Gespräch zu kommen. Also sich einfach zu jemandem zu stellen und mit dem zu sprechen. Ich finde den straffen Zeitplan genial. Also diese Taktung in diese 45 Minuten führt dazu, dass auch jeder sich kurz fasst in den Gruppen, weil man immer weiß, da haben sich noch 3 andere gemeldet. Also das hält einen auch wach. Ich fand das total klasse, dass bei meiner Session, als sie zu Ende war, habe ich gedacht, oh scheiße, Anfängerfehler, du hast keinen gefragt, ob er mal dieses Pad mitschreibt. Dann gucke ich da rein und es ist total voll. Ich war gerührt. Ich würde vielleicht mitnehmen in unseren Landesverband, dass wir die eine oder andere Veranstaltung als Barcamp durchführen sollten.